Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Heute kurz vor dem Konfirmandenunterricht in Schneidheim, also aus den Tiefen des Waldes sozusagen, die neue Geschichte. Und diese Geschichte heißt Vergleiche hinken. Zum Arzt kam ein Schuster, der unter starken Schmerzen litt und dem Tode nahe schien. Der Arzt gab sich Mühe, fand aber kein Rezept, das noch hätte helfen können. Ängstlich fragte der Patient: Gibt es denn nichts mehr, was mich retten kann? Der Arzt antwortete: Ich kenne leider keine anderen Mittel. Darauf antwortete der Schuster: Na, wenn nichts mehr hilft, dann habe ich zum Schluss noch einen Wunsch. Ich möchte einen Eintopf mit 2 Kilo dicken Bohnen und 1 Liter Essig. Der Arzt hob resigniert die Schultern. Ich halte nicht viel davon, aber wenn Sie meinen, können Sie es versuchen. Die Nacht über wartete der Arzt auf die Todesnachricht. Am nächsten Morgen aber war der Schuster zum Erstaunen des Arztes quicklebendig und gesund. So schrieb er in sein Tagebuch: Heute kam ein Schuster zu mir, für den es kein Mittel mehr gab. Aber 2 Kilo Bohnen und 1 Liter Essig haben ihm geholfen. Kurze Zeit darauf wurde der Arzt zu einem schwerkranken Schneider gerufen. Auch in diesem Fall war er am Ende seiner Kunst. Als ehrlicher Mann gestand er dem Schneider dies ein. Der bettelte: Ach, wissen Sie nicht doch noch eine andere Möglichkeit? Der Arzt dachte nach und sagte: Nein, aber vor nicht allzu langer Zeit kam ein Schuster zu mir, der unter ähnlichen Beschwerden litt wie Sie. Ihm halfen 2 Kilo Bohnen und 1 Liter Essig. Ach, wenn nichts mehr hilft, dann werde ich halt das versuchen, antwortete der Schneider. Er aß die Bohnen mit Essig und war am nächsten Tag tot. Daraufhin schrieb der Arzt in sein Tagebuch: Gestern kam ein Schneider zu mir, ihm war nicht zu helfen. Er aß 2 Kilo dicke Bohnen mit 1 Liter Essig und er starb. Was für die Schuster gut ist, ist nicht gut für die Schneider. Another story in English, and it's called The Comparison's Limp. There once came to a doctor a cobbler who suffered from severe pains and seemed to be dying. The doctor checked him carefully, but could not find a prescription that would have helped him. The patient asked anxiously, "Is there nothing else that can save me?" The physician answered the cobbler by saying, "Unfortunately, I know of no other means." Upon hearing that, the cobbler replied, "If there is nothing left, I have just one final wish. I'd like a cooking pot with 2 kilos of thick beans and 1 liter of vinegar." The doctor shrugged his shoulders with resignation and said, "I don't think much of that idea, but if you think it will work, go ahead and try." Throughout the night, the doctor waited for news of the man's death. But the next morning, to the doctor's amazement, the cobbler was alive and kicking. The doctor wrote in his journal, "Today a cobbler came to me for whom nothing could be done, but 2 kilos of beans and 1 liter of vinegar have helped him." Shortly afterwards, the doctor was called to help a deathly ill tailor. In this case, the doctor was again at his wit's end. As an honest man, he admitted this to the tailor. The ailing man begged, "But don't you know of any other possible cure?"
The doctor thought a minute and said, "No, but recently a cobbler came to me with similar complaints. He was helped by 2 kilos of beans and a liter of vinegar." "Oh, well, if there's no other remedy, I'll just try that one," replied the tailor. He ate the beans with vinegar and was dead by the next day. At that point, the doctor wrote in his journal, "Yesterday, a tailor came to me. Nothing could be done for him. He ate 2 kilos of beans with a liter of vinegar, and then he died. What's good for cobblers is not good for tailors." And with this little wisdom, I wish you a nice day and hope you come back tomorrow for a new story out of the merchant and the parrot. Mit dieser kleinen Weisheit entlasse ich euch in einen hoffentlich noch wunderbaren Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wiederkommt zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei.